Tschüss, meine Freunde, willkommen zurück zu Storkshell. So. Hallo, Luffy. So, wir hatten letztes Mal das Grundgerüst für unser Wohnhaus gelegt. Jetzt wollte ich gucken, wie wir Geld kriegen. Denn wir brauchen definitiv Geld. Wo ist denn die Mine? Damit wir da vielleicht ein bisschen was an Kisten und so abgreifen können, die wir verkaufen können. Sieht natürlich jetzt gerade nicht so Bombe aus. Ich laufe einfach mal in diese Richtung dort. Da. Denn wir brauchen Geld. Und unser Saatgut wächst ein bisschen langsam. Ich muss irgendwie... Kann ich das umlegen? Moment mal kurz. Nein, nicht verpüffen. Da. Eingabe. Mist. Ich habe gedacht, vielleicht kann ich die Dings ein bisschen ändern. Die Tastaturbelegung. Damit ich mich nicht jetzt mal mute, also beziehungsweise nicht weiterlaufen kann, weil ich mich kurz mute wegen Husten oder sonstiges. Ja, schade. Ich war da gerade was unter. Vielleicht ist eine Blume unter dem Stamm. So. Mein. Was ist das? Das ist ein Sekt. Was ist das für ein Sekt? Das muss ich mir mal kurz angucken, sorry. Eine Stabheuschrecke, okay. Sah halt extrem seltsam aus, sorry. So. Wir haben weder leider ein Haus in der Nähe, noch... Also, wenn es diese Abreißhäuser, noch die Mine. Ich glaube, müssen wir einfach mal da weiter langlaufen. Da kommen Arbeitsbienen und Dings können wir auch mitnehmen hier. Na? Bing! Hallöchen! Und ich schade, dass es jetzt schon langsam anscheinend wieder dunkel wird. Heps! Ah, guck mal, kommt sogar mein Lied sofort. Das ich requested habe. Breath of Fire 2. 3, sorry. Auch ein Spiel, was ich ungern mal gerne gedings hätte, let's played hätte. Aber dafür muss man irgendwie erst die, das mit der PlayStation hier hinkriegen. Und, oder mit der PSP. Bam, 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 bam. Außerdem ist es echt traurig, um das ehrlich zu sagen, aber die Retro-Player-Gesellschaft heutzutage ist leider sehr kaum nicht mehr vorhanden. Was schade ist. Auch schon ulkig, dass man Retro sagt. Ich meine, das sind Spiele, die ich gespielt habe, als ich jung war. Meine Kumpels, man ist so alt. Man ist so alt. So. Hallo, Haus. Sorry, ich brauche Geld, deswegen muss ich dich ein bisschen abreißen hier. Da 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 da. Die Dinger nehme ich auch mit, weil die brauchen wir ja. Wir auf den Kakao da reinzufangen. So, Dankeschön. Auch hier ist keine Mine in der Nähe, ne? Nö. Ich gehe mal davon aus, dass die wahrscheinlich da oben irgendwo ist. Ist da irgendwo. Dann gehen wir erstmal nach Hause wieder. Versuchen wir es am nächsten Tag. Einfach am nächsten Tag nochmal probieren. Badada. So. Verkaufen wir einfach mal das, was wir gerade eingesammelt haben. So, den Zorn packe ich auch mal weg.
Den brauchen wir ja erst, wenn wir die Scheune da basteln. Was ist das für Musik? Dann. Hier komm, ich verkaufe die Stabheuschrecke. Dann noch ein paar Fässer. Dann. So. Dann. So, Blumen sind gegossen, ne? Also die Pflanzen. Vielleicht könnten auch den. Eigentlich könnten wir noch den Boden hier drin bauen, ne? Petals wieder mal. Zack. Zack, 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 zack. Ich sollte vielleicht morgen mal, also jetzt hier dem Tag morgen, eine Sense kaufen. Einfach um dieses Grünzeug auch schneller wegzukriegen. Ach, Mann, was soll denn der Kack hier? Was macht ihr denn? Nein, Alter. Nein! Oh, ich fange gleich an zu weinen hier, weil das alles nicht so will, wie ich das will. Dann setze ich mich hier hin und weine. So. Irgendwie gerade so nie. So. Bop, bop, bop. Ja, aber muss aber sagen, wenn ich jetzt mal, wo wir ja bei der letzten Folge beim Thema YouTube waren, mal so ein bisschen mich selbst reflektiert habe, was so meine YouTuber angeht, also die ich mir angeguckt habe, also die ich eigentlich regelmäßig zugestehen habe, hat sich das sehr reduziert. Also es sind wirklich mittlerweile fast nur noch Videos, die mal so, die von irgendjemanden sind, also keine festen YouTuber mehr. Zu den meistgegucktesten bei mir gehören natürlich Gronkh weiterhin, Tobinator wegen Fernbus-Let's Play, Eurotruck 2 und FIFA. Und zum Thema FIFA auch der Hansus ganz viel. Aber sonst habe ich jetzt wirklich so gesehen nicht mehr wie. Früher hatte ich ja zum Beispiel noch Zoe Shomaru, die ich jetzt mehrfach geguckt habe wegen Pokémon-Let's Play und Regi-Bang, aber das ist auch weg. Bei Zoe Shomaru ist das einfach der Fakt, weil er, ja, YouTube, man kann nicht sagen, er hat YouTube aufgegeben, aber er hat sich halt dazu entschlossen, nur noch zu streamen und die Aufzeichnungen seiner Streams halt bei YouTube hochzustellen und, na, nee. Weil immer wenn ich dann, ich muss sagen, wenn ich aufgezeichnete Streams mal gucke, habe ich immer das Gefühl, irgendwie, ja, ich bin da fehl am Platz. Weil dann spricht der Streamer plötzlich mit irgendeinem seiner Zuschauer und denkst du, hä, was? Keine Ahnung. Ist halt schon irgendwie schade. So. Weg mit den Pedals hier. Entschuldigung. Hoffenhalf. Ich wollte was bestellen. Was wollte ich bestellen? Ich wollte eine Sense. Wollte ich holen. So, Babs. Sense. Da ist sie. Dankeschön. Und gute Nacht. Und ich trinke erstmal einen Schluck Kaffee nebenbei. Ich bin nämlich eben. Ich bin echt müde geworden. Ja, schön, dass ich die ganze Zeit Pots kriege. Ich habe aber keinen. Oder das ist der Sound von Versandstation. Kann natürlich auch sein. Weil das Problem ist, ich habe keine Dings. Ich habe keine. Keinen Briefkasten. So. Wehe, das funktioniert nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, wäre ich jetzt aber böse gewesen. So, die Samen nehmen wir natürlich auch mit. Kostenloses Saatgut. Ganz urplötzlich gerade, ich habe eigentlich schon eine Weile hier verbracht, saß hier, habe gerade noch ein bisschen für privat gezockt und habe gedacht, so, jetzt wird es Zeit aufzunehmen. Dann fing ich an aufzunehmen und saß gerade in der ersten Folge hier Staxel und dachte, und dann so, was ist denn? Dann setzte plötzlich so eine Müdigkeit ein. Und ich weiß nicht mal warum. So, wir sind jetzt erstmal da lang gelaufen. Ich würde mal sagen, ich laufe gleich mal da runter. Um die Mine zu finden. Aber erstmal müssen wir gießen. Die Kartoffeln werden nämlich langsam fertig hier, wie es aussieht. Ich schick.
So, dann noch die Süßkartoffeln hier. Dann mal gucken, ob Luffy Hunger hat. Luffy? Nein, Luffy hat keinen Hunger. Moment. Zwei. Dü. So, tschüss. Wir müssen noch irgendwie gucken, ob wir noch mehr Geld kriegen. Also einfach eine dunkle Wald hier. Wo es doch sehr knallt. In diesem dunklen Wald. Die Musik, ey. Dum-dum-dum. Voll ritterlich hier. Dum-dum. Vielleicht sollte ich einfach mal auf meinem Körper hören und vielleicht gleich mal aufhören aufzunehmen. Dum-dum. Das will ich ja gar nicht. Ich will die Zeit ja nutzen. Wochenenden sind immer so kostbar. Wenn du in der Woche arbeitest und so, und dann ist die Lust zur Aufnahme auch so relativ bescheiden, muss ich sagen. Weil man ist ja einfach nur mal müde, ne? Wenn man arbeiten war. Ey, wo ist denn die Mine hier? Ich finde das Mine nicht. Das ist nicht schön. Das war mal eine Riechrichtung, ne? Oh, wovon da doch eigentlich kommen dürften, oder? Nee. Doch. Nee, doch, nee, doch, 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 nee. Jetzt ab nach Hause. Ich kann die Musik zu nichts zuordnen. So. Hä? Warum wird mir das Schild denn hier so riesig angezeigt? Ich bin gerade etwas irritiert, dass mir das Schild so riesig angezeigt wird. Was ist denn das Problem hier? Schild, willst du mir irgendwas sagen? Bist du fertig? Was willst du von mir? So, den Marktplatz lasse ich diesmal so, wie er ist. Ich verändere ihn nicht. Oh. Warte, dass ich mir die Bienenkönigin hier mitnehme. Dum, 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 dum. Ich habe hier nur grüne Felder hier. Wozu die Musik überhaupt nicht passt gerade. Da ist sie. Hammer raus. Jetzt wird geschuftet. Ich komme. Oh, Moment. Danke. Geronimo. Das hört sich ja nach Persona. Das hört sich eindeutig nach Persona an. Habe ich recht? Moment. Nee. Jet Set Radio Future? What? Alles schön mitnehmen hier. Wir brauchen Geld. So traurig das klingen mag. Quatsch. So. So, zack. Hm, hm, hm.
So. Alles schön brav hier einsammeln. So. Zack. Den Weg nehme ich auch mit, natürlich für die Felder. Da fand ich diesen Holzstegsweg ja echt nice. Meins. Meins, meins. Alles meins. Papa. Oh, meins. Alles mitnehmen hier. Das ist alles Geld, was man braucht, leider. Na komm, ich wollte gerade sagen, komm, lass dich abbauen. Let me blow you up. Hey. Ist klar, man merkt, ich bin müde. Ich laber nur noch Scheiß. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Zack, zack. Ja, wir machen gerade das Mittag, wie die Uhr da oben anzeigt. Aber die Minen haben sonst anscheinend noch keine Funktion bekommen, wie es aussieht. Also derzeit sind die eigentlich nur, derzeit eigentlich nur verlassene Minen, die man mal abplündern kann. Schön Musik. Ah, so. So maritimische RPG-Musik erinnert mich immer ein bisschen an Cyclone 4. Gewöhnungsbedürftiges Spiel, aber ein schönes Spiel. Ja. Ich glaube, ich werde mich auch mal in der Pause ein bisschen durchlesen, was noch zu Staxel vielleicht Neues geben soll. Oder was es vielleicht schon Neues gibt, was ich noch nicht entdeckt habe oder noch nicht gemerkt habe. Hier liegt eine umgekippte Lore. Die. Hallo? Wo ist sie hingeflogen? Hallo? Klar, fliegt da oben hin. Wie kommen wir so? Hä? Wo ist die Lore? Dum, 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 dum. Yeah! Muss auch ein bisschen schmunzeln, die letzten Folgen, so die ich aufgenommen hatte, waren alle ein bisschen leiser gewesen. Einfach weil ich das Mikrofon ein bisschen leiser gestellt hatte. Weil sich leider doch irgendwo angehört hat, als wenn man die ganze Zeit atmen hören. Das will man ja nicht. Yeah. Dun, 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 dun. So. Dun, dun, dun. Ich wollte mal gucken, ob wir schon mal roten Stein kaufen können. Erstmal ist das Haus fertig, danach werde ich mich um die Landschaftsgestaltung kümmern. So. So was wie die Wege und so. Emilia Stein. Finde ich toll. Freut mich. Finde ich Schnieke. Falscher Stein. Rot brauche ich. Auch falsch. Alles falsch hier. Da. Und ein paar kann ich ja kaufen. Also, die Werkstatt würde ich gerne in der Farbe machen. Und diese Zwischenwege, die dann zwischen den Einzelnen liegt, da würde ich vielleicht doch hier diesen reinhauen, weißt du? Also die Korridore. Moment, das muss ich ja schon bekannt vor. Baiten Chaos, das wollte ich gerade sagen. Hab das Spiel leider nie gespielt, aber ich habe letztens mal dann geguckt,
so eine Top-10-Liste von WatchMojo. 10 Spiele, wo du eigentlich der Bösewicht warst. Habe ich mir das angeguckt und dann war auch Bait & Kairos da halt bei. Das ist aber auch heftig gewesen, ey. Seine Freunde sind ihm gefolgt und hast nicht gesehen. Am Ende war er böse und wollte eigentlich nur Macht haben. Da konntest du natürlich ausruhen, du jetzt wirklich böse machst, ob du geliebt wirst, aber. Hey. So. Ich würde dann mal sagen, hier fangen wir an. Erstmal den Grundrahmen legen. Für diese wunderschöne Küche. Ah. Dum, dum, dum. Weil ich möchte auch alleine schon neue mehrere Stationen drin haben. Weil ihr wisst vom letzten Mal, wie lange das mal gedauert hat, irgendwas zu schneiden oder zu kochen. Und dann ist es immer ganz schön, wenn man mehrere Stationen daneben hat. Und, keine Ahnung, vielleicht so 4 Stationen nebeneinander und dann haust du durch. Reicht mir das von der Größe her? Nee. Hier. Baumblattwerk, du musst weg. Pech. Mit. Oh, Final Fantasy 9. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Auch nicht schlecht. Früher, als ich den Let's Play-Kanal gestaltet habe, ich gedacht so, ey, was ich auf jeden Fall gerne Let's Play möchte, sind alle Final Fantasy-Teile. Ja. Der einzige jetzt in 2 Jahren ist Final Fantasy 7 PlayStation gewesen. Muss ich auch irgendwann mal in naher Zukunft ändern. Hat leider nicht gereicht. Guck mal. Und dann baue ich hier so die Korridore. Ach. Ja, beim nächsten Mal kriegen wir auch nicht Geld, wie das hier aussieht. Ich leg mich schon mal schlafen. Gute Nacht. Da, da, da. Ich trinke einen Schluck Kaffee. Weil es kann. Auch schon Ewigkeiten her, dass ich zu Hause einen Kaffee getrunken habe. Dann habe ich immer jetzt auf der Arbeit Kaffee getrunken. So, jetzt gehen wir noch rote Steine holen. Und vielleicht sogar schon mal ein paar blaue. Ich sollte mal die Pflanzen gleich gießen. Das wäre toll. Denn sie müssen ja noch wachsen. Was das klingt vollkommen bescheuert. So höre ich jetzt auf. Da freuen sich alle Leute. Boah. Ich kann nicht singen. Das denn? Hat das irgendwo Bob gemacht hier im Haus? Komm, wir sehen den Rest des Geldes noch hier für die blauen Ziegelblöcke aus. So. Bam. Dam, dam. Ich glaube, hiervon kann ich das höchste 100 brauche ich. Pops. Na, okay. 1 zu 4, aber egal. Oh! Oh, die Musik kommt mir bekannt vor. Was ist das? Final Fantasy. Breath of Fire 4. Ha! Sei ja. Boah, das war schwer. Als Surrey-Dreams benutzt nämlich auch gerne diese Musik. Da, da, da. Breath of Fire 4 war ich vor kurzem erstmal geschockt. Ich habe gesehen, dass es das auf PC gibt. Mal gucken, ob der rote Stein überhaupt reicht. Ich bezweifle es irgendwie.
Wenn ich mir das jetzt hier schon angucke. So. Zur Not noch mal die lange Werkstatt halt ein bisschen länger einfach. Dahin haben wir ja zum Glück genug Platz. Na, klappt das noch? Ja. Perfekt. So, jetzt gucken wir mal hier hinten nach. Guck mal, jetzt haben wir die Küche fertig. Die Grundgerüste hier so. Ja, okay, das wird nicht viel bringen. Wir müssen wirklich den Zaun verlegen. Oder aber wir bauen die hier hin. Das ist eine Idee. Dann mache ich die hier hin. So. Das heißt, erstmal muss der Baum hier weg. Die Natur muss weg. Scheiß Natur. Ach, das erinnert mich an so eine Folge, die ich vor kurzem von Harvey's Crew geguckt habe. Cards Against Humanity. So geil. Mir ist ein Spruch im Kopf geblieben, einfach weil der so geil war. Was ist die neueste Trenddiät? Veganer, die die Fresse halten. Ach man, diese Kack-Pedals immer hier, ne? So, hier, zack, zack, zack. Beam! Ich habe die Pflanzen noch nicht gegossen, fällt mir jetzt mal gerade spontan ein. Bin hier schön am Bauen und so, aber Pflanzen vergessen. Weil, wir sehen, die Kartoffeln sind nämlich fertig. Die Kartoffeln sind fertig. Sollte ich vielleicht neue Dings besorgen mal, neue Saat. So. Kartoffeln jetzt packe ich da allerdings mal rein. Weg. Hallo. So, weg damit hier. Hab's. So. Gucken wir mal in den Katalog rein. Huch. Falsche Taste. Kartoffeln. Da haben wir sie. Machen wir mal 4 Süßkartoffeln. Sehr schön. Und pflanzen wir auch noch mal diese kleinen anderen hier rein. Hier diese Saat. 1, 2, 3. Sehr schön. So Leute, ich würde mal sagen, damit beende ich die Folge für heute. Beim nächsten Mal fangen wir dann mal an, das Grundgerüst für unsere Werkstatt zu bauen. Also dann.